Malik ist im Versteck in Gewahrsam. Okay. Da wir ihn jetzt haben, sollten wir mit ihm reden und rausfinden, was er über Zero Day weiß. Nur komm ihm nicht zu nahe, okay? Solange er lebt, ist er eine Gefahr. Okay, Richard, keine Lügen mehr. Wir wissen von den Anschlägen beim Kanada-Haus, aber auch die davor. Also rede. Die Anschläge damals? Was soll das? Oh Gott, ich wurde von Idioten geschnappt. Ich war das nicht. Ich wollte diese Anschläge verhindern. Ich bin Patriot. Und sie nannten mich einen Spinner. Sogar Emma. Da wusste ich, dass Informationen nicht ausreichen. Um das Empire zu retten, bräuchte ich Macht. Und zwar schnell. Du wusstest von Zero Day, noch bevor du uns kontaktiert hast. Ich bin Spion. Ja, ich wusste ein bisschen was über den größten Terroranschlag der letzten Zeit. Und ich dachte wirklich, dass ihr Zero Day seid. Es erschien einleuchtend. Aber wenn es eine Verschwörung geben muss, Albion hätte am meisten profitiert. Ist euch das nicht klar? Selbst wenn du die Wahrheit sagst, du hast Schreckliches getan. Hier kannst du niemandem mehr wehtun. Lange bleibe ich hier nicht. Diese Wende wird es schon bald ebenso wenig geben wie euch. Eure kleine radikale Kooperative wird versagen, so wie sie es alle tun. Ich habe das schon so oft erlebt. Ihr werdet euch gegenseitig zerfleischen. Da braucht es nicht mal Zero Day, Albion oder sonst wen. Eine einzige, einheitliche Ideologie. Ein einziger, starker Anführer. Das waren in der Geschichte immer die Merkmale von Macht. Demokratie und Pluralismus sind nur Anomalien. Kleine Ausrutscher. Genau wie ihr, der Zeck. Eine Fußnote in der Geschichte des Empires. Aber jetzt wendet sich das Blatt. Und ihr seid für die Zukunft einfach nicht bereit.